Herzlich willkommen zum European Circle Report. Die Internationale Atomenergieorganisation IAEO hat am vergangenen Dienstag einen neuen Bericht zum Iran veröffentlicht. Dem Bericht zufolge gibt es Belege, die die Arbeit des Iran an einer Nuklearwaffe beweisen. Demnach sollen bereits Tests zu einigen Komponenten durchgeführt worden sein. Israel reagierte noch vor der Veröffentlichung des Berichts mit einer Ankündigung eines militärischen Angriffs. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu betonte, dass sich Israel massiv bedroht fühle. Ein baldiger Militärschlag sei deshalb sehr wahrscheinlich. Hintergrund für einen möglichen Angriff ist die Bedrohung, der sich Israel durch den fortschreitenden Atomwaffenbau des Iran ausgesetzt fühlt. Unbegründet ist die Angst seitens Israel nicht. Der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad ist bekennender Holocaust-Leugner und sieht Israel als Besatzungsmacht im arabischen Palästina. Er äußerte sich bereits vermehrt aggressiv anti-israelisch. Das Regime, das Jerusalem besetzt hält, muss aus den Annalen der Geschichte getilgt werden. Der Iran bestreitet jedoch die Arbeit an Nuklearwaffen und wird sein Programm laut Ahmadinejad nicht aufgeben, das laut eigener Aussage rein zivile Zwecke verfolge. Seit der Veröffentlichung des Berichts der IAEO am Dienstag scheint es aber sicher, dass der Iran tatsächlich an Atomwaffen arbeitet. Das alarmierte auch die internationale Staatengemeinschaft. Während sich Russland und China gegen den Bericht aussprachen, machten sich Vertreter anderer Staaten für ein scharfes Vorgehen gegen den Irak stark. Russland kritisierte, dass die Untersuchung einen positiven Dialog mit Teheran verhindere. China warnte vor der Gefahr eines militärischen Konflikts und beide Länder sprachen sich gegen weitere Sanktionen aus. EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton zeigte sich besorgt über die neuen Ergebnisse und kündigte an, dass sich die Europäische Union mit ihren Partnern über weitere Maßnahmen beraten würde. Frankreichs Außenminister Juppé kündigte Sanktionen in bisher unbekanntem Ausmaß an. Im wirtschaftlich, technologisch und industriellen Bereich könne man seiner Meinung nach noch viel weiter gehen, um eine gewaltsame Lösung zu umgehen. Für einen Militärangriff gegen den Iran sei es laut Nicolas Sarkozy noch zu früh. Steiler Sturz für Italiens Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Am Montag erhielt der 75-Jährige nur 308 der 316 benötigten Stimmen und verlor damit die Abstimmung. Der mächtigste Mann Italiens ist am Ende, seine Regierung ist zerstritten und der Rückhalt der Bevölkerung geschwunden. Bevor der Premier abtreten wird, möchte er das große Sparprogramm im Parlament noch durchsetzen. Dies scheint wie ein letzter Versuch, die zweifelhafte politische Karriere mit Würde zu beenden. Berlusconi ist noch am Wochenende zurückgetreten. Vor 17 Jahren tauchte der Medienzar und Milliardär Berlusconi erstmals aktiv auf der politischen Bühne auf. Der einst vom Volk umjubelte Regierungschef hat das Land in den Ruin getrieben und muss mit seinem Abtreten nun die persönlichen Konsequenzen tragen. In seiner langjährigen Amtszeit fiel er häufiger durch seine ausschweifenden Orgien und Sexskandale negativ auf. Dennoch genoss er lange den Rückhalt in der Bevölkerung, die in ihm die einzige Konstante in der Regierung Italiens sah. Jetzt scheint auch das Volk genug zu haben und sogar ehemalige Günstlinge Berlusconis nehmen Abstand. Staatspräsident Giorgio Napolitano zeigte sich um die Zukunft Italiens besorgt und forderte am Mittwochabend den Rücktritt des Cavaliere. Die Nachricht über den Rücktritt Berlusconis löste an der Börse Euphorie aus und ließ die deutsche Politik aufatmen. Berlusconi und die Deutschen eine schwierige und komplizierte Beziehung. Martin Schulz, Vorsitzender der sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlament, gilt schon seit langem als schärfster Kritiker des italienischen Ministerpräsidenten. Er zeigte sich zunächst skeptisch und glaubte nicht an dessen Rücktritt, bis dieser offiziell beim Staatspräsidenten Napolitano eingereicht sei. Nachdem dies nun geschehen ist, sieht man ein ganzes Land auf. Aufatmen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel signalisierte, dass es einer einschneidenden Änderung bedürfe, wenn Italien die Krise nachhaltig bewältigen möchte. Italien muss seine Sparanstrengungen verstärken und das weiß die italienische Regierung. Sie hat einen Plan vorgelegt, der jetzt umgesetzt werden muss. Kein Staat kann zurzeit von sich behaupten, er sei am Ende des Reformweges. Wir alle werden immer wieder über Anpassungen nachdenken müssen. Staatspräsident Giorgio Napolitano möchte schnell eine neue Regierung für Italien. Der ehemalige EU-Kommissar Mario Monti soll in Berlusconis Fußstapfen treten und Italien aus der Krise führen. Auch der geschwächte Regierungschef zog nach anfänglichen Protesten Monti nun als seinen möglichen Nachfolger in Betracht. Die Abstimmung dazu ist bis zum Redaktionsschluss nicht erfolgt. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.